Ja, Sammler, Kolleginnen und Kollegen, wie gerade angekündigt, ich mache weiter mit dem nächsten Teil hier, und zwar Mineralien aus dem Bereich Andalusien, also das ist also La Union, und in La Union gibt es ja oder gab es ja vor einiger Zeit noch sehr, sehr viele Fundstellen, aktive Bergbauanlagen. Das ist aber alles auch schon geschlossen, ist halt so wie überall auf der Welt, es ist alles irgendwo zu. Und man kann aber trotzdem dort einiges an Mineralien finden, und zwar richtig gute Sachen. Wie ja schon mal in anderen Videos gesagt, es ist so, dass in Spanien ist die Mentalität einfach anders. Diese Gebäude stehen rum, die Schächte sind offen, kann man teilweise in die Schächte rein, man kann sich abseilen, man kann da unten rumklopfen, man kann... ja, was weiß ich, was anstellen. Und da gibt es verschiedene Fundstellen, wo wirklich, also krass gesagt, in ja, lebensgefährlichen Bergbauanlagen, da gehen die Leute rein und holen doch tatsächlich da die Mineralien raus. Also das wäre mir fast schon ein bisschen zu brutal. Aber das ist einfach so, gerade bei den Spanien. Da gibt es also ein paar so Spezialisten, die machen das. Die sind da drin. Und die holen auch immer wieder neues Zeug raus. Also ist nicht so, dass da nichts gibt. Da gibt es ja genug, weil einfach die Auswahl der Fundstellen groß ist. Guckt mal bitte Mineralienatlas, Gebiet La Union, oder ich sag einfach mal so, guckt mal bei Mindat. Mindat La Union aufrufen. Und dann kommt dann diese Karte, wo ihr dann sehen könnt, was da für Fundstellen gibt. Also, Leute, unzählige Fundstellen. Ja, und da gibt es eben verschiedene Mineralien. Von Baryt, Calcit, verschiedene Erze und neuerdings auch Amethyst, was sie rausgeholt haben. Und das hat mich richtig fasziniert, denn guckt euch mal diese Stufe an. Das ist jetzt tatsächlich ein Amethyst, Leute, aus La Union. Leute, Amethystkristalle, ich sag mal so, nicht wirklich so super intensiv gefärbt, aber leicht amethystfarben. Und das Ganze aus dem Gebiet La Union. Und das ist was Neues. Da gibt es ein paar so Quarzadern, die man bearbeitet hat. Und da stammen diese Amethyste raus. Da kamen plötzlich Amethyste. Und wenn ich nicht diese Leute dort persönlich kennen würde, hätte ich da definitiv auch nichts bekommen. Weil das Zeug selten ist. Das ist also wirklich eigentlich einmalig hier. Es gibt immer wieder mal ein paar so kleine Ecken irgendwo auf der Börse. Haben wir auch schon gesehen. Aber nicht größer als die Zigarettenschachtel. Und schaut euch mal das Teil hier an. Das ist schon was anderes hier. Das ist eine ganz andere Hausnummer hier. Ich war ja zum Glück selber dort. Also sprich, ich war ja in La Union und ich kenne diese Leute, und aufgrund dessen konnte ich mir vor Ort das Ding hier organisieren, weil sonst findest du sowas nirgends. Ja, Amethyst von La Union, Spanien, schöne dünne Platte hier, also besser geht's doch gar nicht. Wie gesagt, die spanischen Mineralien sind ja alle eingestellt, eben dementsprechend bei Mineralien aus Spanien. Und da wird auch dementsprechend die Beschreibung drinstehen, wo das alles herkommt. Und wenn man sich das Gebiet so auf der Karte mal anguckt, das ist ja total, also es gibt so viele Fundstellen, das ist unglaublich. Nicht alle sind zugänglich, aber einige.
das ist jetzt hier so ein Stück. Das hatte ich euch schon mal im Video gezeigt. Das habe ich auch dort mitgebracht von Spanien. Aurikalzit mit Azurit und was da alles noch drauf ist. Weil das sind alles Erzminen. Das kommt aus den Sekundärzonen, aus den Verwitterungszonen. Und da gibt es halt auch hübsche Mineralien im Sekundärbereich, wie sowas hier. Also das ist auch sehr interessant. Ja, das muss man auch sagen. Also es müssen ja nicht immer glitzernde Kristalle sein. Es ist einfach mal eine andere Art von Mineral, aber trotzdem interessant. Sekundärmineralien aus verschiedensten Fundstellen. Das Stück ist online, steht die Fundstelle auch drin, müsst ihr bitte nachlesen. Das wohl bekannteste Mineral aus dem Gebiet La Union dürfte der Blubarit sein. Der Blubarit ist das Mineral, was man so kennt aus Spanien von La Union. Und da gibt es auch richtig gute Stücke. Und ja, ich war ja kürzlich dort unten und da hatte ich mir einige Stücke von dieser Sorte mal mitgenommen. Und wenn ich euch sage, dass die Stücke noch keine 3 Monate alt sind, dann sind es Tatsachen, sind es. Die holen das wirklich neu raus. Die holen das frisch raus. Und ja, man muss das gesehen haben, Leute, was die da machen, und brutal, brutal, brutal. Tolles Stück hier. Blubarit. Und da gibt es so viele verschiedene Fundstellen, wo es den Blubarit gibt. Den gibt es ja nicht nur in einer Mine, den gibt es ja in mehreren, verschiedensten Minen dort. Also, ich sage einfach so, Mindat aufrufen, La Union eintippen als Suchbegriff und dann findet ihr eine Karte. Und dann seht ihr, dann könnt ihr dann diese Punkte aufrufen. Auch die Punkte mit diesen Zahlen, 1, 2, 3 und was weiß ich was, anklicken. Da gehen dann noch weitere Minen auf. Das ist ganz interessant. Das Mindat ist sehr gut, also wirklich sehr zu empfehlen. Dass man mal ein bisschen einen Überblick hat, was das überhaupt alles ist, was da gibt und wo das alles herkommt. So, wir haben hier nochmals eine hübsche Platte mit Blubarit. Das ist wieder eine andere Sorte, ein bisschen so dickere Spitzen, Meißelspitzen, Farbe etwas dunkler, etwas intensiver der Blubarit. Insgesamt sehr schön ausgebildet, glänzende Kristalle und ja, so sehen die Blubaritte aus im Idealfall. Wenn ihr guckt auf meiner Seite, werdet ihr noch einige andere Blubaritte finden, ein bisschen noch extravaganter, also schaut euch das mal bitte an. Und die stammen nicht unbedingt alle von derselben Fundstelle, weil den Blubarit, der ist dort in dem Gebiet relativ verbreitet. Also den findet man doch an verschiedenen Fundstellen. Und wenn ihr mal nach Spanien kommt, nach Andalusien, macht Folgendes. Begebt euch mal in das Gebiet und besucht die Pulpi-Geode. Pulpi heißt das. Pulpi-Geode ist ja eine riesengroße Gipshöhle, Gipskristallhöhle. So ähnlich wie, ja, ich sag mal, Mini-Naica. Naica ist natürlich riesig. Und in Pulpi gibt es ein Bergwerk, die sogenannte Mina Rica. In dieser Mina Rica wurde eine riesengroße Gipskristallgrotte entdeckt, welche natürlich auch
schon Ewigkeiten geschlossen ist, aber die haben die erst entdeckt, diese Gipskristallgrotte, und dann haben sie daraus ein Besucherbergwerk gemacht, und das ist ja gerade das Schöne, man kann also rein und kann sich das anschauen. Mina Rica heißt das, Pulpi Geode. Da gibt es einen Reisebericht bei mir auf meiner Webseite, das könnt ihr mal lesen. Da kann man also wirklich rein und dann eine Minenbefahrung machen mit Besuch der Kristallgrotte. Und wenn ihr das mal live gesehen habt, dann traut ihr euren Augen nicht, wenn ihr da das im Original seht. Ja, nochmals hier ein Baryt, in dem Fall eine andere Stufe, eine andere Art von Baryt. Baryt halt. Das ist also kein Blutbaryt, das ist einfach ein Baryt, der wieder von einer anderen Fundstelle stammt. Nicht überall gibt es den Blutbaryt, das ist halt jetzt einfach hier ein Baryt. Ein Baryt. Schaut da bitte nach in der Beschreibung. Ich habe die Fundstelle reingeschrieben. Steht ja alles drin auf meiner Homepage. Ja, also La Union ist ein sehr, sehr interessantes Gebiet, muss ich echt sagen. Ich bin immer wieder begeistert von den Mineralien, die es da gibt und von der Vielseitigkeit. Und es gab auch kürzlich mal einen Fund, das ist auch noch nicht so lange her, mit diesen Kalziten. Also das ist jetzt nicht unbedingt die Weltsensation, ich muss mal hierher gehen, es ist hier zu hell da in der Sonne. Das ist jetzt keine Weltsensation, das ist halt einfach Kalzit. Aber man sieht einfach, wie umfangreich dieses Mineraliensortiment ist, das man da finden kann in La Union. Also sehr, sehr vielseitig. Und ja, und in dieser Mina Rica, wie gerade angesprochen, darf man leider nicht suchen, aber wenn man da reingeht, sieht man überall an den Wänden die Gänge mit dem Galenit, mit Mangan, mit Selenitkristallen und Chalkopyrit, und alles hängt dick voll an den Wänden. Man würde am liebsten sich einen Hammer und einen Meißel schnappen und darum klopfen. Aber ist ja klar, ist ein Besucherbergwerk, und da heißt es, bleib bitte auf deinem Weg und schau dir die hübsche Geode zum Schluss des Rundgangs an. Das ist übrigens ein Rundgang, der dauert ungefähr 1,5 Stunden. Kostet ungefähr 25 Euro und man muss sich vorher anmelden. Ich sag nochmal dazu, geht bitte auf meine Homepage, Reisebericht, Pulpi Geode. Lest das mal durch. Da habe ich euch ein bisschen verlinkt und beschrieben. So, das waren jetzt die Mineralien von La Union. Und wir haben ja noch was. Da geht es noch weiter. Das heißt, dieser Teil folgt sogleich. Bleibt also dran.